Die Feuerwehr Nürtingen wurde heute Abend gegen 20 Uhr mit dem Alarmstichwort Brand 3 Zimmerbrand in die Schlosserstraße nach Nürtingen gerufen. Beim Eintreffen unserer Löschfahrzeuge brannte ein Teppich im Flur in einer Gemeinschaftsunterkunft im ersten Obergeschoss. Das Feuer konnte schnell bekämpft werden, wir belüfteten das Gebäude. Sicherheitshalber wurden 2 Personen an den Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Nürtingen war mit 5 Fahrzeugen und 28 Kräften an der Einsatzstelle. Es gab keine Probleme, für uns ein Routineeinsatz. Wir haben über die Steckleiter des ersten Obergeschosses ein Zimmer kontrolliert.